So, ja, ich grüße euch, ne, hier von der wunderschönen Nordseeküste, ne. Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht mal, welche Küste das hier überhaupt ist, ne. Aber, ja, wir sind hier in Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie, ne. Und, da geht's um eine Dynastie, die aufsteigt, ne. Also da geht's um Patricia, ne, und die sind, 400, ne, also. Gut, ich gehe mal wieder zurück in den richtigen Lumi. Gut, das war jetzt der Ostfriesen-Lumi. Der war zu Besuch hier. Ne? Tschüss. Und ja, also ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder was auf. Bring mal wieder was auf meinen Kanal. Ich probiere, ich werde es wahrscheinlich nicht einhalten, jetzt jede Woche so was aufzunehmen, dass ich jeden Tag so eine Folge raushauen kann. Und da ich momentan wahnsinnig Patricia 4 spiele, auch wenn es schon etwas älter ist, es ist einfach irgendwie lustig, weil es gibt immer was zu tun. Man ist immer im Hin und Her fuschen, dass man genügend Waren hier und da hat. Und vor allem die Kampagne ist ja sehr lustig. Wir werden das nicht ändern, wir werden als Max Stromberg spielen. Nicht der Stromberg. Lass das mal den Bob machen. Nein. Sondern als der, das Wappen würde ich so lassen, weil das ist das einzige, was hier wirklich so vernünftig aussieht. Das kann man auch nehmen. Das, naja. Oh, ein Kleeblatt. Das wird zu mir passen, aber das habe ich in einem anderen Spielstand schon. Obwohl das. Doch, komm, das nehmen wir. Ja, und jetzt können wir uns hier noch so einen wunderbaren Charakter auswählen. Der sieht doch mal ganz elegant aus. Jo, der sieht so aus nach dem Motto, ich habe zwar nichts im Hirn, aber ich bin Händler. Und der sieht so, naja, Pottfrisur. Mama geschnitten. Ja, das wäre vom Anfang. Ja, eine Glatze muss man nicht unbedingt haben. Weil ich bin gerade so am Überlegen zwischen dem und dem hier. Der hier sieht ja noch ein bisschen adrett aus. Ja, unsere Heimatstadt würde Lübeck sein. Das ist vorgegeben in der Kampagne. Lübeck, kurz Info, eine der wichtigsten Hansestädte damals. Die hatte relativ viel zu sagen. Das Lübecker Stadttor, weltbekannt. Ja, Anzahl der Städte gibt 20. Das reicht auch da wirklich. Normal, schade, ich kann es nicht erstellen. Das ist so leider. Ja. Und das aggressiver richtet der Betriebe bei normal finden außerdem manche Ereignisse nicht statt, die sich auf das Handelssystem auswirken, zum Beispiel Frost im Winter. Schade. Leider geht das nur auf normal. Fragt mich nicht warum. Jedes andere Spiel hat da die Abstufung. Das geht auf normal. Produktion ist historisch. Das heißt, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wer wo ist, und die mittlere Einwohnerzahl liegt bei 2000. Das geht auch noch. Das reicht auf jeden Fall. Wenn ich mal Lust habe, werde ich mal euch einen Spielstand zeigen in meinem anderen, den ich innerhalb von 6 Stunden aufgebaut habe, der relativ gut läuft, was ich dafür Einwohnerzahlen habe. Da bin ich nämlich schon Bürgermeister von Lübeck. Also von daher, ich weiß schon, wie ich spielen muss. Ach, ich verrate aber jetzt nicht so viel, weil wir werden starten und fangen damit an, einer kleinen Videosequenz, die uns so ein bisschen einführt ins Spielsystem, und dann lernen wir vor allem den Großvater von Max kennen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal rüber. Bis dann! Dies ist das Tagebuch meines Onkels Jakob Stromberg. Schon als ich ein kleiner Junge war, zeigte er mir die Skizzen und Zeichnungen darin. Sie sollten ihn an die ereignisreichen Tage in seinem Leben als aufstrebender Händler der Hanse erinnern. Alles begann im Jahre 1361 in Lübeck. Als einfacher Krämer erlernte er die Grundlagen des Handelns. Wie sich beispielsweise der Preis einer Ware an der Nachfrage des Marktes orientiert. So begann er bald, seine Waren dort einzukaufen, wo sie im Überfluss vorhanden waren, und in fernen Städten das zu liefern, wonach sie verlangten. Doch damit nahm er auch die Risiken langer Schiffsreisen auf sich. Und so wuchs seine Transportflotte von Monat zu Monat. Es dauerte nicht lange, bis die Nachfrage nach seinen Waren größer wurde als die Menge, die er beschaffen konnte. Seine Schiffe mussten immer größere Entfernungen zurücklegen, und er begann mit der Errichtung eigener Produktionen in Lübeck und anderen Städten, die mit neuen Arbeitsplätzen, dem guten Warenangebot und ausreichend Wohnraum größer und größer wurden.
Nun hat er mir einen Teil seines Vermögens vermacht. Seine Erfahrungen werden mir helfen, genau wie er eines Tages, nicht nur zu den größten und einflussreichsten, sondern auch zu den beliebtesten Händlern der Hanse zu gehören. Herzlich willkommen in Lübeck. Ich bin sicher, du wirst dich schnell in deine neue Stadt einleben. Als dein Onkel werde ich mir erlauben, dir ab und zu ein paar Tipps zu geben. Denn es gibt eine ganze Menge, was ein aufstrebender Händler wie du in der heutigen Zeit so alles lernen muss. In der Nähe des Marktplatzes stehen die wichtigen Gebäude der Stadt. Klicke sie an, um dort Aktionen durchzuführen. Dort steht auch dein Kontor. Im Hafen liegt außerdem dein Konvoi vor Anker. Ich werde mich wieder bei dir melden, sobald du deine ersten Waren in einer anderen Stadt verkauft hast. Ja, danke, ich habe mich eben vertan. Das ist ja der Onkel. Muss ich mal kurz gucken. Kann ich das irgendwie verschieben? Nein. Oh nein. Das ist ein blöd. Ich habe jetzt hier oben die Framezahl und alles und hier oben sehe ich, wie viel Geld ich habe. ja, also, ja, der Onkel hat uns jetzt ein bisschen was eingeführt. In der Erweiterung, dass ich jetzt hier spiele mit euch, haben wir schon am Anfang eine Kogge. Also Kogge war damals eigentlich so das gängigste Handelsschiff. Das war relativ billig, konnte viel transportieren, ne? 500 Tonnen sozusagen. Ich weiß nicht, wie es hier, ich glaube in Fässern wird das abgerechnet, aber ich weiß nicht, wie man Holz in Fässer umrechnet, weil Fässer bestehen aus Holz. Fässer doppelt Holz. Egal. Von daher sage ich jetzt mal 500 Tonnen. Und die waren so eigentlich die gängigsten Schiffe. Und von daher. Ja, wir sollen Waren kaufen und verkaufen. Im Laufe der Zeit, beziehungsweise am Anfang wird es ein bisschen langweilig, weil ich werde, um relativ schnell hochzukommen, relativ schnell aufzubauen, alles. Natürlich hier, ach, das ist jetzt blöd. Ich sehe nicht, wie viel Geld ich noch habe, was ich zur Verfügung habe. Da muss ich dann jedes Mal oben drauf klicken. Bilanz. Infos. Irgendwie konnte ich das einsehen. Kontor. Persönliches. Nein. Verwalter war es auch nicht. Sehe ich das wirklich nur da oben, was ich habe? Oh, dann muss ich gleich mal, wenn ich Aufnahmepause mache, gucken, dass ich das da irgendwie anders hinkriege. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Waren gekauft. Und damit werden wir jetzt nach Aalborg hochschippern. Denn wir haben Salz und Werkzeug gekauft. Das wird im Bias in Lübeck produziert, deswegen kann man da das relativ vielleicht einkaufen. Aus Bremen. Ne, bis dahin fahre ich jetzt nicht. Das kann man dort also relativ gut produzieren und es lässt sich auch in der ganzen Hanse eigentlich gut verkaufen. So, dass wir A, eine Belohnung bekommen und B, werden wir jetzt richtig reich hier. Ein Scherz. Und hier wird Fleisch produziert, das heißt, hier kann man immer Salz hinbringen. Die haben immer Bedürfnis danach. Und man verdient damit ein bisschen gut Geld. Und wir können hier ziemlich viel Fleisch mitnehmen. Ein bisschen Wolle. Getreide werden produzieren wir bei uns selbst und sehr Hanf gut. Auch. Du hast deine ersten Waren noch 80.000, um in Sven aufzusteigen. Na, leck mich doch. Na, Entschuldigung, Onkel. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich wollte die Tooltips hier nur drinnen lassen. So zwischendurch mal, wenn was Interessantes oder so ist. So, das raus. Und das wäre jetzt voll. Das ist nicht gut. Dann kriegen wir kein Ansehen. So, jetzt kaufen wir uns ein bisschen Bier. Ob ich Werkzeug und wieder ganz viel davon. Und ein bisschen Getreide, weil Getreide wird hier oben immer gut abgekauft. Weil die das hier oben nämlich nicht produzieren. Dafür kriegen wir hier Holz. So, Holz kriegen wir auch hier unten in Malmö. Wo wir uns später auch niederlassen werden. Aber jetzt erstmal hoch nach Reval. Man sieht, es ist relativ viel Verkehr hier auf der Ostsee.
Alle sind noch ziemlich schneller als wir. Das mache ich gar nicht. Das raus. Das kriegen wir gleich besser weg. Irgendwo anders. So, hier kann man nämlich auch Eisen mitnehmen. Eisen ist ja nun mal wichtig, um Werkzeuge zu produzieren. Und wir kriegen hier Kleidung her. Nicht zu viel mitnehmen, weil sonst sinkt das Ansehen in der Stadt. Das ist nicht gut. Und vor allem auch in der Hanse. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Sehr schön gemacht ist es wirklich, dass darauf eingegangen sind, wo man was verkaufen kann und wo nicht. Und wo auch produziert wird. Also ist klar, hier oben ist mehr Wald, deswegen wird auch Holz produziert und schwedischer Stahl. Ne? Hinter schwedischen Gardinen sitzen, kommt daher. So, hier kann man die Steine wieder verkaufen, dafür ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Holz wird bei uns in Lübeck nämlich gut gebraucht. Genauso wie Eisen. Und die können das hier gut gebrauchen. Nehmen wir ein bisschen Stockfisch mit. Lassen das Fleisch hier. Stockfisch haben wir mitgenommen. Ein bisschen Met möchte ich ja mitnehmen. Okay. Ja, also so wird es jetzt erstmal die, glaube ich, erstmal die nächsten drei Folgen ablaufen. Bis wir so ein bisschen unsere Flotte aufgebessert haben. Und dann werden wir wahrscheinlich auch langsam in den Betrieb mit einsteigen und uns Konkurrent machen. Zack. Wupp, raus damit. Das auch raus. Weil wir brauchen in Lübeck Holz zum Errichten von Betrieben, zum Salz herstellen, zur Herstellung von Werkzeug. Ja, das war's glaube ich auch schon. Zu mir brauchen wir es glaube ich nicht. Okay. Okay, wir steigen jetzt gleich glaube ich auf. Eigentlich müsste jetzt nämlich was kommen. Ja. Werden nochmal wieder ein bisschen davon mitnehmen. Bisschen Hanf. Nicht zum Rauchen. Ja. Damit fahren wir mal hoch nach Oslo. Ganz gut gebrauchen da oben. So, weg damit, weg damit. Das dafür rein. So 30. Raus, raus. Das darf rein. Raus. Stockfisch immer mitnehmen. Stockfisch war auch, wie ein geschichtlicher Hintergrund. Ach, heute ist Geschichtsstunde hier. War selbst damals schon beliebter Verkaufsschlager. Also das wurde in Massen gehandelt. Ich sehe natürlich nicht, wie viel Geld ich habe. Das ist blöde. Händler. So, und Stockfisch raus. So, jetzt dürft sich unser Onkel wieder mal. Du bist nun in vielen Städten als Händler. Das haben wir auch für, dann kommen wir ein zweites Schiff hinzu. Ja, gut. Ich heiße euch auf das Herzlichste in meiner schönen Stadt willkommen. Solange ihr euch ruhig verhaltet und euch nicht in meine Geschäfte einmischt, werden wir vorzüglich miteinander auskommen. Wilhelm Kuhschmalz. Ein typisch nordischer Name. Gäste. Lehrmeister Handel. Jo, guck mal. So, Handelerfahrung. Ein bisschen mal was hoch gemacht hier. Also jetzt können wir uns ein Schiff verkaufen. Doch, stehen welche zur Verfügung. Ja, aber... Okay, nee, Bauauftrag. Eine Kogge. Ja. Auftrag erteilen. Wunderbärchen. Ja. Wenn ich natürlich wüsste, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Na gut, ich werde jetzt einfach mal weiter handeln, sodass wir auf jeden Fall nicht in die Miese geraten. Wir müssen jetzt natürlich noch kaufen. Später können wir es also selbst produzieren hier. Ah, jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Und da bimmelt mein Handy. Mein Handy, mein Handy.
Mein Handy. Handy. Klingelst du schon wieder? Spielst du ein ganzes Lied? Ne, jetzt mache ich nur Schleichwerbung hier. Ach, man. Ist mein Handy abhängig. Ich wollte jetzt schon gerade gucken, aber ich bin ja jetzt gerade bei mit euch am Spielen. Das geht natürlich nicht. Nein, nein. Gut. Stockholm. Ihr kriegt erstmal nicht so viel Getreide. Der Preis soll ja gut bleiben. Gut, Hanf produziert selbst, aber könnte anscheinend immer gut gebrauchen. Und wenn er selbst bei 300 noch nicht ausgebucht ist, dann soll es wohl gut sein. Alles rein. Obviously Stockfisch nehmen wir mit. Nee, jetzt habt ihr nicht so viel, dafür braucht ihr Honig. Noch Holz mit. Dann fahren wir rüber nach Reval. Probieren dort das restliche Getreide loszuwerden. Eisen mitzunehmen, das kann man teuer bei uns verkaufen. Genauso wie Steine und also Ziegel und das andere. Holz. Oh, ich habe nicht sehr viel Geld, sehe ich gerade. Zwei Fälle. Immerhin zwei Fälle. Und jetzt zurück nach Lübeck. Ich möchte bei Lübeck erstmal voll hoch waren, können wir dann nämlich die ganzen guten Waren, die wir eigentlich besitzen, die dort hergestellt werden. Also Lübeck macht drei Waren, die fast überall gebraucht werden. Werkzeug, Salz und Bier. Deutsches Bier aus deutschen Landen. Und von daher möchte ich da erstmal ganz hoch, dann haben wir nämlich einen sicheren Start. So, Stadtinfo, 46%. Also 46% der Stadt mögen uns. So. Ja. Wie sagen, handeln wir jetzt so lange weiter, oder? Anscheinend fehlt noch Baumaterial hier. Dann handeln wir jetzt mal weiter noch. Mal so lange, bis wir das Schiff haben. Dann mal kurz eine Aufnahmepause. So, zack, zack. Und rüber nach Malmö. Malmö. Da haben wir ganz einfach Salz und Käse kann man hier kaufen. Das sogar in relativ großen Mengen. Okay. Aalborg, das Rest hier Salz loswerden. Fleisch, komischerweise wird man dann nie immer alles los. Weiß nicht, woran es liegt. So, und dann fahren wir nach Lübeck. Schmeißen dort wieder alles auf den Markt. Die brauchen Holz. Hoho, was ein Wunder. So, Käse und Fleisch. Damit sind wir wieder blank vom Kiel aus. So, mal Stadtinfo, 58% schon. Schaut's an, ne? So, und hier sieht man auch die Bevölkerungsdichte. Also es gibt 1750 arme Bürger, ja, Arbeiter, Bürgertum, Patrizia. Ja, Wohlstand 90%, gibt zwei Bettler. So dick und doof, die sitzen immer hier unten. Da. Nein, Scherz. Und wir können jetzt theoretisch auch schon Wohnhäuser errichten. Na hier. Mach ich aber nicht, ich wollte so früh dann noch nicht anfangen. Und dann suchen wir uns irgendwo so ein Kästchen hier, das hier zum Beispiel. Da bauen wir uns dann komplett rein. Also pop, 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 pop. Überall so schön komplett durch. Kontore müssen wir dann später auch noch machen. Wir haben zu wenig Holz. Ja, komm. Ih. Doch, nee, das sind wir mir. Ach, ich bin am anderen Spielstand noch. Joach. Max Stromberg, 13. Juni. Hm. So, die Möwen kreisen da oben. Ich würde sagen, ja, schaltet in der nächsten Folge ein. Auch wenn es jetzt gerade die Folge wahrscheinlich nicht gerade sehr spannend war. Es wird später noch unspannender. Ja, also spätestens, wenn wir die erste Krise hier reinkriegen und alles, dann
Sollte es dann doch schon irgendwie lustig sein. So, ich hoffe, dass Pause ist, ja. Ja gut, damit verabschiede ich mich erstmal von hier aus. Ich probiere jetzt mal das Overlay irgendwo anders hinzukriegen. Und nehme dann halt jetzt so lange auf, bis dass ich genügend Material habe, um euch eine Woche zu beglücken. Gut, okay, damit verabschiede ich mich von dieser Stelle aus. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.